So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Es ist eigentlich schon abends. Ich bin eigentlich müde. Bubsi hat gesagt, trink doch mal einen Schluck Cola, dass du wieder wach wirst. Ich habe was viel Besseres gefunden. Und zwar das. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das hat Pupsi trotzdem irgendwann mal gekauft, irgendwo bestellt. Das war in so einem ausländischen Paket mit dabei, wo wieder was aus Asien, Amerika-Raum, irgendwo was geschickt wurde. Das heißt M150. Was das genau ist, weiß man nicht. Find mal jetzt raus. Da steht Still Energy Drink. Oder Still? Still, dass es immer noch ein Energy Drink ist. Oder Still, weil es halt ohne Kohlensäure sein soll. Still Energy Drink. Stilles Energiegetränk mit Taurin und Koffein, pasteurisiert, erhöht der Koffeingehalt für Kinder, Diabetiker, schwangere oder stillende Frauen und koffeinempfindliche Personen nicht empfohlen. Nur in begrenzten Mengen trinken. Jetzt ist da jetzt nicht so viel drin. Nicht, dass das aber ist wie Hustensaft, dass du halt nur so einen kleinen Nipper nehmen darfst oder irgendwas. Ich wollte mir nämlich jetzt das ganze Ding reinkippen. Naja, egal. Gucken wir mal, ob wir es überleben. Vor allem, wieso schüttel ich es? Ich weiß es nicht. Dann machen wir es jetzt mal auf. Hat einen super schönen Deckel. Guck dir das an. Füllen das jetzt mal hier ein. Schnüffeln mal dran. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, es hat diese typische Pissfarbe, also diese Energy-Farbe. Sieht in dem Glas auch gar nicht so viel aus. Und ja, das ist pures Taurin. Guckt euch das an. Pures Taurin im Glas. Sieht richtig genial aus. Ich bin so froh, dass ich dieses Ernesto-Glas habe, um immer Sachen zu testen. Das war es jetzt schon von meiner Seite aus. Ne, wir kommen, wir nehmen mal einen ganz kleinen Nipper. Es ist wie wenn du eine Tonne Sonnenblumenöl ins Glas kippst und versuchst das zu trinken. Das hat wahrscheinlich denselben Effekt. Also ist ohne Kohlensäure, das ist schon mal sehr interessant, weil alles, was mit Energy zu tun hat, immer Kohlensäure hat. Das ist ohne Kohlensäure, das ist einfach nur wie Wasser. Was total schrecklich schmeckt, aber richtig gut aussieht. Und deswegen würde ich sagen, trink mal den Rest jetzt auch noch. Ich würde es nicht nochmal kaufen. Ich bin eigentlich auch nicht so der Energy-Freund. Deswegen, wenn ihr mal wollt, dass ihr wieder wach werdet, dann setzt euch ohne Hose hierher, so wie ich jetzt gerade. Und dann geht das auch von ganz alleine. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und kennt ihr das? M150? Dann schreibt es mal in die Kommentare.